Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Landhauswerwölfe. Und wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir haben die Rory bei uns jetzt nun wohnen, mit der wir dann auch tatsächlich dann auch Nachwuchs dingsen wollen. Sag mal, ich habe euch doch gesagt, ihr sollt nach Hause gehen. Dann geht doch auch mal nach Hause. Wir wollen ja eigentlich auch noch immer noch diesen Crack da zunichte machen. Also, was heißt zunichte? Zumindest vermöbeln, dass er weiß, wer hier der nächste Hampelmann ist. Und ja, ich habe mir irgendwie überlegt, ob ich, also wenn die tatsächlich Nachwuchs haben wollen, muss ja dann wieder hier irgendwas anders gemacht werden. Das heißt, das hier alles war eigentlich für den Arsch. Aber das macht nichts. Wir werden das einfach schon irgendwie hinkriegen. Ein Bad ist hier oben. Das heißt, man müsste eigentlich gucken. Den können wir irgendwo hier an die Seite packen und die Blume auch mal. Vielleicht reicht ja später noch der Balkon. Weil ich würde gucken, dass wir trotzdem noch einen Balkon haben. Aber dass wir das dann sozusagen hier erweitern. Sieht ja eigentlich trotzdem dann nicht so kacke aus. Vielleicht könnte ich den Balken dann einfach ans Haus packen. Du kommst immer mit. Oder auch nicht. Dann sieht es so halt vielleicht doch dann am besten aus. Es ist aber ein kleines Zimmer. Das da müssen wir auf die Seite packen. Aber das ist ja kein Problem, denke ich. Gut. Müssen wir mal gucken. Weil ich meine, ein bisschen Platz müssen wir lassen für den Kleinen. Den Kleinen. Oder die Kleine. Man weiß es ja nicht, was es dann wird. Oh Mann, ist das so schwer, da jetzt ein Dach drauf zu kriegen. Machen wir das doch ein bisschen kleiner. Das kann man ja bei dem hier genauso machen. Das ist jetzt weggekommen. Ach so. Ja, okay, wenn ich es kleiner mache, dann reicht das mit den... Das könnte ich im Zweifelsfall, könnte ich die Sachen, die da verschwunden sind, die zwei, entweder kriege ich das Platzsparen dahin, was ich nicht glaube, weil das der Abstand hier schon ziemlich gering ist. Ja, das wird nichts. Aber ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich doch hier einfach einen Raum hinmachen. Ach, dann verschwindet das. Kann das nicht mal irgendwo anders mal hin? Überall ist kein Platz. Ich finde das klasse. Oh, warte, hier ist komischerweise. Bringt natürlich da an der Stelle nichts, Solar hinzumachen. Das weiß ich auch. Aber was ich ja... Ist das Windrad? Ich mache mir, glaube ich, Windräder hier vorne noch hin. Vielleicht trotzdem eins noch aufs Dach. Ich finde es irgendwie blöde, dass man der Kuh das einfach nicht... Ach komm, ich kaufe das dann einfach neu. Sonst werde ich ja nie fertig. So, ich will ja einfach nur ganz kurz, dass ich den Boden habe. Und dann kann ich ja hier dann so eine Art Flachdach unter Umständen machen. Vielleicht kann ich, gibt es nicht von nachhaltig noch extra so einen Boden der Umwelt Dingsbums ist? Guck mal, niedrige, kostensenkendes Objekt. Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Also ist egal, entweder was mit Blümchen. Oder weil es halt zu den anderen Sachen dann passt, dann eben
Ja, ich glaube, das andere war besser. Ja. Natürlich sieht das jetzt komisch aus, weil halt die Außenfassade noch nicht stimmt. Und dann könnte man hier halt so einen winzigen Balkon hinmachen. Ja. Weiß nicht, einen so. Fenster wären halt schon praktisch, würde ich fast sagen. Vielleicht nicht unbedingt auf der Seite, wo der Balkon ist. Da. Aber wir müssen ja auch damit rechnen, dass dann auch irgendwann Nachwuchs kommt. Und wenn, ich hoffe mal nicht, dass das Zwillinge werden, aber dann hätte man halt eben Hochbett. Hochbeet. ja. Was man dann eventuell benutzen könnte. Nee, schon vielleicht hell. Also ich mag eigentlich hohe Wände nicht so gerne. Aber ja. So. Gut. Weil dann könnte man doch. Ja. Weg damit. So, ich brauche eine Etage niedriger. So. Schade. Wieso? Kriege ich da denn nur noch eins drauf? Naja, unter Umständen kriege ich aber ein Windrad hier drauf. Muss ich mal gucken, ob das passend. Naja, nur auf die Seite. Und dann kriege ich doch bestimmt trotzdem hier die zwei fehlenden hin. So. Weiß nicht, die könnte ich weiter runter machen. Kriege ich dann da noch so eins hin? Okay, man muss ja nicht, auch nicht gleich übertreiben, oder? Aber ich übertreibe immer gerne. Das ist bei mir halt so in der Natur. Ich rede hier so einen Stuss. Und dann müssen wir das hinkriegen. Ja, wir müssen auch dran denken, weil wir haben ja jetzt ja noch eine Strafe aufgebrummt gekriegt, weil wir angeblich uns nicht an die Dings halten. An die, ja, an das, was halt die Aktionspläne. Ich meine, ich bin an sich, habe ich eigentlich ausgeschaltet, dass ich das halt nicht mehr haben will, dass die Leute da abstimmen. Aber das ist halt jetzt nun mal so. Und weil wir uns nicht gut genug um Gartenarbeit kümmern, meinen die halt einfach, oh ja. Du hast Scheiße gebaut. Dafür ziehen wir dir jetzt nochmal 1000 ab. Was ich nicht so prickelnd fand, um ehrlich zu sein, weil eigentlich sind wir ja so ziemlich nachhaltig. Also man kann eigentlich nicht so arg darüber meckern, dass das nicht hier so passen würde. Aber so sind die halt nun mal da. Und dann nehme ich eine mit Briefkastenschlitz tatsächlich. Das heißt, wenn jemand mal hier rein will, der kann dann zuerst hier einen Brief durchschieben. Hier wird wie viele Minuten bist du noch draußen? Und dann kann man da schon mal anmelden, wann der nächste dann drauf darf, ne? So, haben wir denn noch irgendwelche kostensenkenden Dinger? Das da sieht auch schön aus. Aber nicht in Braun. Also zumindest so in dem Farbton. Finde ich schön. Ja.
Du, dann hätten wir das doch jetzt auch geklärt. Guck mal, das ist auch ein kostensenkendes Objekt. Sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht das lieber nehmen möchte? Da, ich hätte gerne die Sachen für entweder Landhausleben oder die Werwölfe. Aber wenn das doch kostensenkend wäre, gut, dann müsste ich nur die Tür hier vorne. Aber wenn die schon mal kostensenkend ist und die hat einen grünen Fußabdruck, ne? Ja, zwei bringt die sogar. Mach mal halt die Außentür halt so. Aber schade, dass die nicht in ganz dunkel gibt. Gibt's halt in schwarz. Aber der Rest ist eher braun und. Oder ich mache sie in dem Farbton, ist mir eigentlich wurscht. Gut, dann hätten wir doch zumindest, was das betrifft, schon mal kostensenkende Objekte. Weiß nicht, der Durchgang ist überhaupt nicht relevant. Ich finde eigentlich rund ist schon ein bisschen besser. Aber okay. Dann mache ich das auch in braun. Ja, komm, wir machen das einfach, nur damit halt die Sachen günstiger werden. Und hier meinte ich ja, die Wand neu zu gestalten. So. Haben wir denn eine gescheite Tür? Hat er mir das schon wieder über den Haufen geschmissen? Hier, die hier sind kostensenkend. Dann haben wir halt nur die Fenster. Und wie mache ich das dann? Mache ich das, den Rahmen dann so? Weiß halt nie, wie ich die Türen. Mach ich die halt so. Ich will nicht, dass die nach innen irgendwie so komisch dann aussehen. So, hier müssen wir auch natürlich wieder. Guck mal, das ist auch kostensenkendes Objekt. Kann man eigentlich die ganze Bude so gestalten, um dann günstiger mit der Rechnung zu sein. Aber wie schon gesagt, das ist dann halt nicht mehr ist dann halt nicht mehr Werwolf. Das sieht auch schön aus, aber ist halt kein kostensenkendes. Sieht dann wieder zu modern aus. Aber für die Rechnung mache ich alles, ne? Dass die günstiger ist. Ich meine, mit dem Geld, was wir halt im Moment haben, ist das ja jetzt nicht so dramatisch. Aber für die Zukunft wäre das ja schon mal keine so schlechte Idee, da das zu nehmen. Ach, guck mal, hier unten hatten wir ja noch Solar. Oh. Der Kürbis war doch hier. Ach so, nee, der ist ja Samtfeld. Okay. Das brauchen wir doch nicht. So, ich bin mal gespannt, wie teuer dann meine Rechnung jetzt ist. Mit den ganzen Veränderungen. Wie hoch die dann nur noch sind. Das ist auch ein Kostensenken da. Können wir ja dunkel machen. Da machen wir ein bisschen heller. Da machen wir auch ein bisschen heller. Hier machen wir sowas auch noch hin. In die Küche können wir das hier machen. Nee, ein dunkles, ne? So würde ich das machen. Und ich glaube, am Boden kann man auch noch was ändern, wenn man denn will, ne? Hohe Feuerbeständigkeit? Nee.
Das wäre nur Wiese und ich glaube, würde halt zu Werwolf passen, aber ich glaube nicht, dass die hier drin Wiese haben wollen. Also, ach guck mal, wir hätten noch sowas hier. Oh. Ach komm, für die Rechnung können wir das doch jetzt einfach mal tun. Weil ich bin wirklich gespannt, ob das viel verändert. Weiß, ich rede nur noch davon. Ja, machen wir das da rein und hier machen wir wieder den grauen. So. Wir haben die Kronleuchter. Die sind ja schon richtig gut. So, gibt es eigentlich von den Werwölfen, gibt es da irgendwie eine Wiege? So eine Babywiege? Gibt auf jeden Fall ein Kinderbett. Ja, tatsächlich. Oh, dann tun wir das doch schon mal dahin. Das ist ja richtig putzig, was es so für die Kinder gibt. Warte mal, kann ich das auch? Das soll für die Kinder sein? Das ist ja voll süß. Gut, ich meine, sieht jetzt noch ein bisschen lieblos aus. Aber ich finde auch die Auswahl für die Kinder jetzt nicht so berauschend. Nee, nachhaltig nicht, sondern Landhausleben. Das war ja das Vorletzte. Gibt es da irgendwas? Also mir wäre eher danach, dass wir so ein Regal noch hätten. Aber okay, lassen wir das jetzt einfach mal so. Und dann gucken wir jetzt einfach mal. Nein, nicht treten. Wie die Rechnungs. Guck mal. Wir haben schon Plus. Das kriegen wir drauf. Und wir sind bei 4.935. Also, und der Strom ist aber immer noch kacke. Also, ich weiß nicht. Was soll ich denn sonst noch alles machen? Hampelmann tanzen oder so? Ganze Folge habe ich jetzt nur für den Kram wieder verschwendet. Naja, was heißt verschwendet? Das ist halt nun mal so. Bin mal gespannt, wo ist denn das Windrad eigentlich? Da. Es bräuchte. Oh, guck mal, ja, zu den Hühnern. Die werden sich bedanken bei mir. Mitten in Eingang. Aber ansonsten geht es mir noch gut, ne? Wenn das geht, dann würde ich das auch dahin machen. Dann mache ich das Vogelgedöns weg. Die haben ja extra dann Baum. Verbessern. Blitzableiter. Oh Mann. Wenn ich das da hinbauen kann. Dann wirst du doch wohl in der Lage sein, das zu bedienen. Also manchmal verstehe ich das nicht, was die Sims dann für Probleme haben. So. Deshalb brauchen wir eigentlich hier nicht. So, kommst du denn jetzt dran? Weil das darf ja auch nicht kaputt gehen. Und dann können wir eigentlich schon mal gucken, ob wir nicht unsere unsere Nachwuchsplanung nochmal in Gang bringen wollen.
Wie, warum bist du jetzt angespannt? Führungsqualitäten auf dem Prüfstand. Weißt du was? Bitte sag mir, dass du jetzt nicht am Schlafen bist. Oh, Leo schläft. Ja, dann geh mal schlafen. Wenigstens so für die paar Stunden. Was mit dir? Du bist doch in Ordnung, oder? Weil ich will die Führung abgeben. Aber ich will sie nicht an sie weitergeben. Weil dann habe ich dasselbe Problem jetzt wie beim Andy. Sondern halt einfach dem anderen Fuzzi aufbrummen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Diesmal ist es halt ein bisschen jetzt, ja, so ausgefallen. Ich habe mir überlegt, jetzt hier noch einen Teppich hinzulegen in den Eingangsbereich, wo man sich die Füße abtreten kann. Mache ich in der nächsten Folge oder für die nächste Folge. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.